Ich gehe in Freundschaft. Komm. Der, mir fängt dann immer dieser Pressekonferenz am Vierfeld von den drei kommenden Matchen. Der Match gegen Freundschafts-Ländermatch gegen Österreich am 11. November. Dann die zwei Nichts-League-Matcher am Zypern am 14. November an Heim. Gegen den Aserbaidschan am 17. November. Und könnt direkt erfrohen und den Trainer stellen. Bob? Ja, der ist der Sebastian Minäher, der da in mir dabei war. Ich bin davon ausgegangen, dass das der Grund ist, weil doch nur im Profibereich gepackt wird, dass du gesagt hast, okay, du gehst halt so und weg. Und das macht sich halt eh Grund, ja, weil im Moment doch an der am Spielmodus ist. Das soll gut, dass die PGL League schon seit nur drei Wochen nicht kein Football mehr spielt. Also von du hier sind die Spieler natürlich echt immer schwer zu anzuschätzen und dann für allem aber fehlt denen mit Sicherheit der Spielrhythmus. Deshalb hat den letzten Weekend 70 Minuten mit Tambov gespielt, den trainiert seit ein paar Wochen am Profisbereich. Und den einen, der Niveau kann, tut, der weiß genau, dass dort die Intensität am Training sind, nicht ein anderes wie das, was wir jetzt in Würzburg gewinnt sind. Und von daher, ja, und ich habe selektioniert, auch weil sein Bruder, der Noli, in die zwei Matches gesperrt, das ist vom Profil ein bisschen identische Spieler. Auch von der Längsfaceler aus, Noli ist ein Rätsfaceler, mit sind allen zwei Spieler, die von allem durch ihre technischen Fähigkeiten kommen. Und ich habe das schon des Öfteren gesagt, dass es nicht kann mit 20 Spielern funktionieren, die just technische Fähigkeiten und die einfach im athletischen Bereich zum Beispiel vielleicht nicht die größte Qualität haben. Also von daher, ja, könnten das selber machen an den Gruppe zurück. Denn Kiki fehlt, wie deutlich man eine Töne oder Verletzung? Ja, du kriegst ja so einen guten Weg, um können gespürt Fußball zu spielen. Wie gesagt, der war das länger, wo ein Gönnisch gemäht wird, also noch ein fasterer Preis. Aber der letzte Match auch, da sind ungefähr 6 Wochen hier, da hat der letzte Match gespielt, wenn ich nicht während quasi 3 Wochen Gönnisch gemäht. Und da denke ich auch, dass das für den Kiki von allem mal zu frei kam. Und dann tut sich auch nicht an einer Verfassung, wie viele Ländermatcher zu absolvieren. Ich meine, noch da muss ich noch natürlich dem Verein rechnen drohen. Und ich kann nicht einen Verein nicht 6 Wochen oder 2 Monate zur Verfügung stehen, wenn die letzten Ländermatcher-Spieler kommen, wo das Risiko natürlich dann noch besteht, dass er meinen Gegner Schüttgift machen. Und da denke ich, dass das schon mehr sachlich ist, wenn ich seine normale Präparation machen lese und dann. Hoffentlich so sehr, wie mich Remenka im Verein um Terrain steht. Pardon? Au niveau des défenseurs centraux, ça commence à devenir un petit peu juste. J'ai eu Maxime plusieurs fois au téléphone. On a aussi reçu un courrier de New York City qui parle le règlement FIFA. Ils ne sont pas dans l'obligation de libérer les joueurs et donc les internationaux de New York sont retenus. Donc Maxime ne pouvait pas venir. Tim Hall qui a aussi été testé positiv au Covid, il y a quoi, il y a presque un mois, qui a aussi eu quelques symptômes. Donc, il a repris l'entraînement avec le groupe hier, mais malheureusement, il n'est pas dans une situation physique à pouvoir maintenant jouer des matchs à haute intensité. Donc, aussi par respect du club, par respect du joueur, je ne l'ai pas sélectionné. Donc c'est deux défenseurs centraux. Kevin Malger qui connaît toujours des soucis avec son genou, qui a passé une IRM hier. Et donc lui aussi qui ne s'est pas entraîné depuis maintenant une dizaine de jours, dans la même situation. C'est un poste qui a priori on a plusieurs possibilités où c'est plus difficile pour les jeunes maintenant d'émerger. Donc voilà, c'est l'opportunité pour Saïd. Oui. Rejoindre le groupe et maintenant bon, je vais me faire une idée du joueur sur les 10 jours qui arrivent.
Also du von New York City gespielt, die den Maxim da nicht aufstellen, wirklich noch mit anderen Vereinen vielleicht Probleme auf die Diskussionen. Ich meine, natürlich auch mal von der Bundesliga her, dass Bremen nicht mehr aufstellt, wirklich vielleicht noch manche Diskussionen da, sonst keine Probleme. Also die UEFA hat mit allen 55 Ländern im europäischen Kontinent den Akkord, dass aufgestellt wird. Gell? Ja, genau, Leute, die meinen, sie müssen es besser wissen, respektive. Da kann ich lange darüber diskutieren. Auch den Herr Rummenigge von Bayern München, den dann oft des Öfteren gegen die nationale Kippe schwätzt. Also, ich verstehe die Leute nicht. Ich weiß nicht, wie viele Ländermatcher der gute Mann gespielt hat. Soll ich seine Kartenidentität gucken? Und ich kann auch gucken, dass sie von Deutschland spielt und dass sie den Spieler nicht viel freistellen für die deutsche nationale Kippe. Was für mich persönlich ein absoluter No-Go. Ich denke, dass die Leute sind mehr als ich, aber normalerweise müssen wir mehr Verständnis haben, nicht einmal auch, wie gesagt, für die Karriere von den Spielern, für den anderen Spieler, einen Spieler zu refusieren, dass er für sein Land spielen kann, als für mich persönlich, wie gesagt, ein absoluter No-Go. Und das tut er auch schon, von Werder Bremen nämlich selber auch gelesen, dass er verschiedene Spieler nicht viel zu freistellen, betreffend doch mit der Quarantäne. Also ich, Gott sei Dank, komme mir noch kein Spieler so an der dritten Situation. Weil mittlerweile der Virus, wenn ich gucke, ist ein quer durch Europa, wie die ganze Virus da explodiert ist. Für da von irgendwo einem Risikogebiet zu schwätzen, das ist ja sowieso, das ist ja alles Hypokrisie, das Ganze. Also von da hier, finde ich das so, wir liberieren die Spieler nicht, weil da was... sie mehr positiv fällen. Ich meine, mittlerweile sind überall positiv fällen. Ja, wir müssen nochmal da leben. Ich denke noch in den kommenden Wochen. Wir müssen alle gut nochmal da leben. Wir müssen so gut wie möglich alle gut schützen. Einen auf den anderen abpassen, dass Distanzen anhalten. Und voilà, das Leben geht vier. Und wie gesagt, für da einen Spieler nicht freizustellen, ist für mich ganz, ganz schwer nur zu sein. Not einmal, wenn ich auch gucke, verschiedene Vereine, wie auch du, wie die Spieler du, sich infizieren. Also nicht bei den Ländermatchen, aber was sie Deplacements machen. Ich kann da nur einen halben Verein nennen, wo Zwölle explodiert sind. So. Est-ce que vous êtes inquiet pour Inquiet. Inquiet, c'est le mauvais mot, mais bien sûr que je me pose des questions sur l'état de forme dans lequel ils seront. Il reste trois joueurs de chance, c'est Stefano Benzi, c'est Aldin Skenderovic. Et le troisième, c'est Edwin Muratovic. Donc là aussi, on a été en contact avec eux. On a demandé les programmes d'entraînement qu'ils font au niveau des clubs. Et on a donné un certain supplément. Parce que comme vous le savez, ils n'ont pas la compétition dans les jambes. Ils ne peuvent pas jouer de matchs amicaux. Donc, qu'au moins physiquement, ils seront dans une bonne situation. Après, concernant le technico-tactique, je m'attends à ce qu'ils ne seront pas du tout, surtout au début, hein, à 100%, mais on va tout faire pour qu'ils récupèrent ces automatismes de compétition le plus rapidement possible. C'est pour ça aussi qu'il y a de fortes chances de les voir jouer contre l'Autriche. Parce que l'Autriche, je considère ça comme notre match de préparation pour les deux matchs qui arrivent après. Justement, normalement, c'est une préparation de ce match à deux et de faire des trois officiels matchs. L'Autriche, je pense, va être plus à l'effort. Est-ce qu'il y a une grande grosse équipe comme on se rend sur le travail? Ich hoffe, das für mich mehr wichtig. Die Three Nations League Match oder den Match gegen Österreich? Ich meine, dass du alle gut erinnerst, dass wir eine formidable Situation rausgespielt haben in der Nations League. Und dass meine Rolle ist, dass wir absolut Priorität darauf setzen für die zwei Matches.
so kompetitiv wie möglich zu sein. Nicht nur den ersten, aber auch den zweiten. Ich habe doch die Leschka schon gesagt, wir spielen dann an 6-3 Matches. Und für alle Spieler ist es natürlich für 3 Monate 90 Minuten. Auf 100% können sie performieren, denke ich, das ist ganz, ganz schwer. Weil du, wie gesagt, die physische Charge, die mentale Charge, okay, ist enorm, sondern die Rekuperationsphase ganz, ganz kurz ist. Dafür denke ich, dass kein Spieler kann die 3 Matches über 90 Minuten gehen. Und die Priorität liegt für mich ganz, ganz klar auf den 2 Nations League Matches. Und da muss ich einfach den Match gegen Österreich als Präparation konsiderieren. Also, wenn ich nicht mehr zurückgehe, dann gucke ich den. Oh, es geht schon alle gut, die hat noch einmal ein Präparationsmatch gespielt. Und wenn man da die Top-Stellung guckt, war doch ganz oft die Spieler, die ein bisschen Hand und Ruf waren, die den Franchise-Länder-Match gespielt haben und dass eine andere Equipe dann die Nations League-Match gespielt hat. Oder respektive mehr Spielzeit während der Nations League-Match hatten. Und auch in diesem Fall als für mich komplett Priorität auf den 2 Nations League Matcher. Natürlich wollen wir auch gegen Österreich gut aussehen, wir wollen eine gute Figur machen, mehr schon gesund, wir nutzen für allem, für verschiedene Jungen, die vielleicht immer noch Spielpraxis hatten, denen eine bessere Praxis zu gehen. Aber zu konsiderieren, dass wir 3D-Strop müssen bei 100% sind, auch bei betreffend Spritzigkeit, Mentalfrischheit und von daher ja, geht das wie jonglieren zwischen ein bisschen Spielpraxis gehen, aber nicht zu viel. Für wie gesagt, dass es Samstag schon mal gegen Zypern Pratzen. Mit Priorität das ganz, ganz klar die 2 Nations League Match. Ja, ich verstehe natürlich auch nicht wissen, dass gerade von dem Format für die 2 wichtigen Match war, ja, wenn ich schon so und dass man Aufruhen hatte von Portugal, von Italien, für einen Mittwoch zu spielen. Portugal, weil man hat meist gefragt, manchmal auch Portugal, respektive an Italien zu spielen. Und ich habe gesagt, ich gebe immens, immens gerne den Spieler auch die Möglichkeit gegen den so Gegner können zu spielen, weil da meine Plattform ist, dass ich Gegner das ist. Ja, auch von den Medien eine gewisse Präsenz da. Ich kann das aber nicht machen, dafür habe ich schon die Nationen zu dem Zeitpunkt aufgesucht. Und da wäre eben die Möglichkeit gegen Österreich zu spielen, die dann noch auf Plätze beschrieben kommen. Dann haben wir den Gegner geholt. Ich weiß auch, dass das ein ganz anderes Kaliber ist, wie das Liechtenstein war für einen engen Moment. Also um noch gegen Liechtenstein verloren. Aber wie gesagt, ich konsideriere es als Präparation, auch wenn ich weiß, dass der Match kann ganz, ganz schwer gehen, dass das dann eben so. Wenn man denkt, wenn man Pferde springen gehen, gehen Zypern und gehen Aserbaidschan zweimal zu gewinnen, dann höre ich dann ganz, ganz gerne mal kaufen. Ja. Der Österreich-Lo natürlich weil nicht mehr Spieler aus der Bundesliga hat. Auch das habe ich zu Kenntnis geholt, auch das weiß ich. Auch ich habe noch zu Kenntnis, dass es kann ein ganz, ganz schwerer Match gehen, da man viel Werte muss verteidigen. Wie gesagt, trotzdem die Jungen, die haben drüben sind, die brennen noch drauf für Spielzeit zu kriegen. Und noch sind denen für zu weisen, dass sie auch ganz, ganz nah in den nächsten Elf drüben sind. Das will auch nicht heißen, dass wir just mit einer zweiten Garnitur spielen. Nein, das heißt, dass ich schon gesagt habe, dass die Jungen zum Beispiel, die an den letzten Wochen vielleicht mal eine Spielzeit hatten, alle schon noch den Dirk Karlsson, den für mich komplett zu Unrecht bei Karlsruhe die letzten Match auf der Bank sitzt. Also das ist aber auch für den zum Beispiel dann ein Match, wo Spielzeit kann kreieren, sammeln, sind Automatismen noch kann rumfahren und dafür gucken wir, für einen Mix zu fahren, zwischen einer wirklich ganz kompetitiven Equipe und einer Equipe, die dann, wie gesagt, zwischen Spielpraxis und vielleicht auch verschiedene Leute, die mehr Rekuperation kriegen. Serge? Ich muss den Trainer noch viel psychologisch schaffen, weil wir mehr Tür nicht in der Hand tun, das ist eine Situation, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist nicht einfach, weil der Motivationsfaktor ist, der Name größer ist, aber wir sind dabei oder das ist dann auch vielleicht auch ein Problem. Da haben wir auch viele Jungen natürlich.
Ja, ich war an Montenegro, ich weiß nicht mehr wen, und habe mich gefragt, ob ein Druck da lohnt es zu groß wäre auf die Kippe für ein Match. Weil wir dann, ja, da ja, müssten gewonnen, wenn wir noch eine Chance haben. Also ich fand die Situation, die wir hier haben, wenn ich noch vom Druck schwätzen von der Stadt, fantastisch. Ich habe gerne einen Druck, und ich habe den Druck immens gerne. Weil für mich immens positiven Druck, was wir können, wir haben die Möglichkeit und Chance, wir können Gruppe Nation zu gehen und Gruppe B abzusteigen und WWs vielleicht an den Bereich können zu kommen von einer Weltmeisterschaft. Das ist eine formidable Situation, eine Ausgangsposition, wo ihn sich um die Paar nie hat können erdrehen. Es ist noch darauf angeschaut, dass in Aserbaidschan zum Beispiel 400 der ganzen Nations League hat, die gemeint hätten zwei Gegner. Das war Zypern dann an der Montenegro. So. Als dann komischerweise steht Lützebüsch auf der richtigen Platz im Moment, dann in einer formidable Ausgangsposition. Also für mich wäre es wirklich psychologischen Druck, wenn man mit einem oder zwei Punkten gehen durch Sturm, wir müssen an Zypern gehen und wir müssen darum kämpfen, für nicht die Lasten zu gehen an dieser Gruppe. Das für Druck und das für negativen Druck und das für Stress und das für viel mehr schwer zu verarbeiten. Am Ende an für ihre Spieler und auch für mich als Trainer, wie wir können die Chance zu haben, für eventuell die Nation zu gehen. Mit 200 PD bis dahin und wie die Situation im Moment überall ist, hoffe ich an Spaken Holzen, dass wir den dritten Gruppe können rumfangen. Weil wir so nicht vielleicht erst noch 1, 2, 3, 4 steht ja noch positiv auf die Covid-Getest gehen, dann muss man die rausholen, dann muss man einen Jungen beiholen, und wenn man den Meter loben muss, beiholen, nur man nicht die Reservoir spielen, die nämlich Qualität wie die dort, und da geht der Niveau noch hin, und dann können zum Beispiel in eine Situation kommen, wo ich sehe, okay, wir sind mal glücklich für alle, dass wir die Punkte haben, die wir haben, und dass man nicht muss spielen, für dran zu bleiben. So. Also Gegner kann da der Woche bei denen kann das doch geschehen, dass die vielleicht den oder anderen positiv und ich noch zur Kenntnis geholt habe, zum Beispiel beim Zyprioten, der live ist vom Stand, der den als positiv getestet ging. So, die Chance, dass den nicht wird präsent sind bei den Zyprioten, das ist natürlich auch noch riesig groß. Sie haben aber Spieler haben drin, die ja, die eine gewisse Qualität tun, dass ich den Niveau so verlasse. Denken ist nicht so groß, wie wenn wir an die Labrente kommen, dann müssen wir eigentlich, ich weiß nicht, 5-6 Spieler ersetzen. Wenn wir schon einen Kiki Martins nicht dabei, einen Maxim Schoner nicht dabei, einen Dave Turpel nicht dabei, einen Tim Hall nicht dabei. So, irgendwann geht es bei uns dann einfach, geht es mir kompliziert. Dafür hoffe ich, dass wir den dritte Gruppe können so rumgesehen. Dann, wie viel hast du in zwei Matches? Zwei. Weiter Fragen? Plus Question? Très bien. Merci Luc. Merci. Läuft eine Sekunde für RTL in zwei und dann auf Persch. Mach Zuschauer, ich treffe das, kein Hunger oder so.